Einsamkeit ist wie chronisch an einem gebrochenen Herzen zu leiden. Einsamkeit ist so stark, dass es uns wirklich krank machen kann, wirklich auch körperlich krank machen kann. Und Einsamkeit ist eines der Themen, über die wir einfach gerne schweigen, weil wir uns selber schämen, dass wir uns einsam fühlen. Selbst wenn wir vielleicht Freunde haben oder ein soziales Netz und denken, irgendetwas stimmt nicht mit uns, dass wir uns trotzdem einsam fühlen. Einsamkeit ist das Thema vom heutigen Blog von traumaheilung.de. Ich freue mich, dass du da bist und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnieren magst, wenn die Themen dich hier interessieren. Einsamkeit ist ein Thema, was wir auf zwei Ebenen betrachten müssen, mindestens auf zwei Ebenen. Und zwar ist das einmal eine gesellschaftliche, soziale Ebene und einmal eine persönliche Ebene, weil Einsamkeit eben inzwischen nichts mehr ist, was ein paar einzelne Individuen betrifft, die irgendwie vielleicht nicht fähig sind, soziale Kontakte zu knüpfen und wo man sagen kann, das ist alles deren Schuld, sondern Einsamkeit ist inzwischen gesellschaftlich einfach ein Problem, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns vereinzeln und vereinsamen lässt. Und man kann natürlich fragen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Aber das ist insofern irrelevant, weil wir mit beiden umgehen müssen. Und letztlich müssen wir natürlich mit uns selber umgehen, weil wir dort anfangen müssen oder wir werden halt politisch aktiv und versuchen, Strukturen wirklich zu ändern, die uns einsam werden lassen. Vielleicht gucken wir erstmal von oben drauf. Inzwischen sagen jeder zehnte Deutsche, dass er oder sie einsam ist. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Und es betrifft eben nicht mehr nur alte Menschen, deren soziales Umfeld langsam im wahrsten Sinne des Wortes wegstirbt, sondern es betrifft zunehmend wirklich viele junge Menschen oder die bis hin in die 40er, die sagen, sie sind einsam, mehr oder minder ständig einsam. In anderen Teilen der Welt ist das ein Riesenproblem inzwischen, vor allem in Asien. Ich habe gelesen, in Asien gibt es bereits Betriebe Rent a Family, wo man sich Menschen ausleihen kann, die sich als Freund oder als Partner oder als was auch immer ausgeben, damit man sagen kann, man ist nicht einsam oder vorgeben kann, dass man nicht einsam ist. Und ich finde das, also es entsetzt mich wirklich so, was bedeutet das innerpsychisch, wenn ich denke, ich muss das immer mehr vorgeben. Und ich glaube, da kommen wir eben auf den gesellschaftlichen Teil, dass wir über die sozialen Medien, über das Internet, über die Virtualität einfach einsamer werden, aber immer mehr ein Bild von uns kreieren können, was wir dann aber vielleicht gar nicht halten können oder was wir gar nicht wirklich in die Welt bringen. Und wenn wir uns inzwischen umgucken auf den Straßen, es wird kaum Kontakt gemacht, selbst wenn Leute miteinander essen gehen, gucken viele in ihr Handy oder das Handy liegt daneben und absorbiert unglaublich viel von unserer Energie. Und es scheint, als würde es soziale Verbindungen geben, aber es gibt eben gar keine soziale Verbindung. Wir haben alle gemerkt in der Zeit jetzt von Corona, dass virtuelle Kontakte zwar irgendwie Kontakte sind und auch besser als nichts auf jeden Fall, und dass wir aber wirkliche, echte menschliche Kontakte brauchen. Wir müssen Menschen fühlen und sehen und hören in all ihren Nuancen, damit wir satt werden können mit Kontakt und damit wir seelisch gesund bleiben können. Und die Frage ist ja, was passiert und wie kann es sein, dass wir so anfällig sind für etwas, was gar nicht echt ist? Und es liegt natürlich auch daran, wie wir erzogen wurden und werden und wie viel Virtualität immer mehr an Kinder herangetragen wird, auch schon an ganz kleine Kinder. In einem Buch von Johann Hari, der sagt, dass quasi die Spielzeit, die unbetreute Spielzeit von Kindern
massiv in den letzten 2 Jahrzehnten abgenommen hat. Wir sind irgendwie als Kinder noch rausgescheucht worden und keiner hat sich dafür interessiert, wo wir waren, dann, wenn wir nur abends zum Abendessen pünktlich da waren. Und dort haben wir natürlich bestimmte Fähigkeiten erlernt, weil wir einfach niemand da war, der uns geholfen hat. Wir mussten quasi soziale Kontakte herstellen, weil wir sonst die ganze Zeit allein gespielt hätten. Das heißt, wir haben ständig mit wechselnden Gruppen zu tun gehabt und mussten irgendwie schaffen, da reinzukommen in diese Gruppe. Und man weiß heute von Kindern, dass sie oft überhaupt nicht mehr wissen, wie sie das tun sollen. Und auch viele Kinder nicht mehr frei spielen können, weil eigentlich der Tag so durchgetaktet ist wie bei einem Manager. Wenn ich mir manche Kinder Pläne angucke, die Tagespläne, die würde ich nicht durchhalten. So, das denke ich schon seit Jahren. Aber was da eben hinten dran hängt, ist, dass wir bestimmte Kompetenzen gar nicht mehr entwickeln können. Und dann gibt es natürlich das große Thema Trauma, was eigentlich letztlich auch kein individuelles Thema ist, sondern ein gesellschaftliches, weil bestimmte Erziehungsstile eben propagiert werden und weil eben Menschen nicht darin gut unterstützt werden, ihre Kinder gut zu betreuen und Trauma sich dann weitergibt oder eben bestimmte Arten, wie man mit Kindern und Babys umgeht. Und gerade Entwicklungstrauma ist ein großes, großes Hindernis, um wirklich gute Kontakte zu machen. Weil viele Menschen, gerade wenn sie eben früh traumatisiert sind oder früh sehr alleine gelassen worden sind als Baby, nicht genügend Kontakt bekommen haben, quasi sich so innerlich zurückgezogen haben und das Gefühl haben heute, sie beobachten das Leben durch eine Glasscheibe. Sie schauen dem Leben sozusagen zu, aber sie gehören nicht dazu. Manche sagen, ich fühle mich nicht als Teil der menschlichen Spezies. Und das zeugt natürlich von einer tiefen, tiefen Einsamkeit. Und wenn ich mit den meisten Klienten, und ich kann das auch über meine eigene Geschichte sagen, spreche, sprechen die selten über Einsamkeit, dass sie sich so einsam fühlen. Aber wenn ich es ausspreche, ich sage, es muss sehr, sehr einsam gewesen sein für dich und offensichtlich auch immer noch sein, dann fangen die meisten einfach an zu weinen, weil es eben so richtig ist. Weil wir das Gefühl haben, eigentlich nie mit unserem Schmerz landen zu können und nie wirklich gesehen zu werden und danach hungern eigentlich, dass das mal anerkannt wird, wie sehr wir gelitten haben, wie einsam wir waren vielleicht als Kinder und wie viel Schmerz da einfach ist. Und all das macht uns einsam, wenn wir nicht gelernt haben, wie wir uns ausdrücken können, wie wir uns mitteilen und zeigen können in dem, wie wir sind, aber ohne halt auch den anderen dann zu überwältigen und zu überfordern. Und das ist wirklich etwas, was man eigentlich hätte gelernt haben sollen. Guter Ausdruck. Von den eigenen Eltern, wo man das sieht, wie geht Beziehung, aber eben auch in sozialen Kontexten. Und auch Schocktrauma trennt uns von der Welt, weil wir etwas erfahren haben, was so groß war und so schlimm war für uns, dass wir es kaum noch in Worte kleiden können. So, und weil meistens die Umwelt sich irgendwann recht schnell abwendet, weil sie es nicht aushält, das zu teilen, das nicht sehen möchte und nicht damit umgehen kann, wenn jemand so schlimme Dinge erfahren hat. Wir wollen das dann wieder glatt streichen. Wir wollen, dass es zur Normalität und Tagesordnung übergeht. Und das trennt ebenfalls, vor allem, weil das eigene Weltbild womöglich von einem Tag auf den anderen sich total geändert hat und die Welt plötzlich viel unsicherer geworden ist, man viel weniger Selbstbewusstsein hat, man um die eigene Sterblichkeit plötzlich viel, viel mehr weiß und all diese Dinge. Und all das führt dazu, dass wir uns vielleicht einfach auch selbst zurückziehen. Nicht nur, dass wir nicht gesehen werden, sondern es ist dann eben etwas, was sich gegenseitig bedingt. Ich fühle mich nicht gesehen und nicht verstanden, dann ziehe ich mich zurück. Und so werden einfach auch auf der individuellen Ebene immer mehr Menschen einsam. Und das Wichtigste ist erstmal wirklich zu verstehen, was passiert da eigentlich in mir und warum fühle ich mich so einsam, obwohl Menschen um mich herum sind. Weil
Nicht alle Menschen, die einsam sind, sind sozial isoliert, sondern es ist ein inneres Gefühl der Unverbundenheit. Ich habe das Gefühl, ich sitze in mir drin und ich bekomme diese Verbindung nicht zu dir. Und das hat eben viel, und das wissen eben viele auch nicht, wirklich mit meiner Geschichte zu tun, beziehungsweise auch mit deiner Geschichte und mit dem, wie dir begegnet wurde, ob du deinen Eltern wirklich begegnen konntest, dich gefühlt und gesehen gefühlt hast. Und das ist sicherlich ein Weg, den man beschreiten kann, um weniger einsam zu werden, wirklich zu lernen, was da in einem schlummert, ausdrücken zu lernen, wie es einem geht und was eigentlich wirklich passiert. Und das andere ist eben etwas, was wirklich sehr schwierig ist, weil wir, wenn wir einsam sind oder überhaupt, wenn wir leiden, eigentlich sehr bedürftig sind. Wir brauchen Sachen. Wir brauchen eigentlich Zuwendung und vergessen manchmal, dass andere das dann eben auch brauchen. Und entweder verlieren wir uns darin, zu geben, zu geben, zu geben und uns selbst, geben uns selbst dabei auf, weil wir hoffen, irgendwann kriegen wir was zurück. Oder eben wir wollen ganz viel und schrecken damit den anderen ab und vergessen eben, dass andere auch etwas von uns wollen und das Leben leider als erwachsener Menschen so funktioniert, was manchmal eben bitter ist, wenn wir eigentlich so viel Sehnsucht haben nach Kontakt und nach Zuwendung. Einsamkeit ist leider etwas, wo es keine Tipps und Tricks für gibt. Das, meiner Meinung nach, gibt es ja sowieso für nichts in der Psyche irgendwie schnelle Lösungen. Aber hier können wir nur einfach lernen, wie geht eigentlich Kontakt und uns üben und etwas uns irgendwo reingeben vielleicht oder anfangen, in Bewegung zu gehen. Weil leider wird niemand von außen diese Einsamkeit auflösen. Das ist das große, große Dilemma, vor dem viele sitzen. Dieses Gefangensein zwischen ich kann nicht, aber es kommt auch nichts von außen. So. Und es tut mir leid, ich habe wirklich keine Lösung, außer wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten Dinge auszuprobieren, anders in Kontakt zu gehen oder ja, mal einen Kurs zu machen, all diese sich sehr flach anhörenden Dinge, die auch andere Therapeuten dann sagen. Und ich weiß, wie viel Schmerz dahinter ist und ich weiß, wie schwer es ist. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach so stehen, auch wenn ich dir gerne weiterhelfen würde. Vielleicht hast du Dinge, die du erkannt hast, die für dich gut sind, dann poste sie einfach unterhalb des Videos für die anderen. Vielleicht sind Dinge dabei, die für andere wichtig sind und Ideen sind, wie sie aus ihrer Einsamkeit rauskommen. Ich danke dir für deine Zeit und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dami.